Die Sonne ist einer der Hauptverursacher von Hautkrebs, der zu einer der häufigsten Krebserkrankungen in Österreich zählt. Laut Statistik Austria waren 2017 rund 4% aller Krebsneuerkrankungen dem bösartigen Hautkrebs zuzuordnen. Tendenz leicht steigend. Wobei er bei Männern vor allem am Oberkörper festgestellt wurde, bei Frauen an den Beinen. Ein Unterschied, der mit der Kleidung und nicht ausreichendem Sonnenschutz zu erklären ist. Doch zum Glück werden die meisten Erkrankungen der Haut sehr früh entdeckt und können damit auch gut geheilt werden. Besonders wichtig ist es, Kinder auf den bewussten Umgang mit der Sonne und die Wahl des richtigen Sonnenschutzes hinzuweisen. Denn schon im Jugendalter wird oft der Grundstein für eine Hautkrebserkrankung gelegt. Deshalb schwärmen derzeit 9 sogenannte Sonnenfeen in über 100 Kindergärten in Oberösterreich aus, um den Kleinsten zu zeigen, wie wichtig Sonnenschutz ist. Im Kindergarten Theiskirchen hat sich hoher Besuch angekündigt. Sonnenfee Gabriele zeigt den 4- bis 6-jährigen Kindern, wie wichtig es ist, sich vor der Sonne zu schützen. Einen Teil des Wissens bringen sie schon mit. Vielen Kindern ist das Thema Sonnencreme bekannt. Es ist ihnen auch bekannt, der Sonnenbrand. Und ja, sie erzählen mir ganz oft, dass der Papa und die Mama schon mal einen Sonnenbrand gehabt haben. Spielerisch lernen die Kinder die Eigenschaften der Sonne und die verschiedenen Hilfsmittel kennen, die sie vor der Sonneneinstrahlung schützen. Dass man sich mit Sonnencreme schmieren muss. Dass man den Kapperl aufsetzen muss. Dass man Leiberl anziehen muss. Das Bier. Die hast du jetzt gekriegt, mit der kannst du dich einschmieren. Ja. Und weißt du, wie das geht mit dem Tupf, Tupf, Tupf? Tupf, 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 was ist denn das? Tupf, Tupf, Tupf. Das macht ja Spaß. Tupf, tupf. Den Merksatz von der Sonnenfee werden Sie und auch Ihre Eltern nicht vergessen. Wir wissen das ja alle, dass Kinder sehr häufig die Familien erziehen. Es ist nicht nur immer umgekehrt, sondern sehr häufig auch so, dass die Kinder Rituale mit nach Hause bringen und somit auch für die Erziehung der Eltern einiges beitragen oder der Geschwister. Und vor allem, wenn es vielleicht sogar mehrere Kinder gibt, die dieses Training durchlaufen haben oder wo Kontakt mit Sonnenfeen da war, natürlich dass der Einfluss viel stärker ist auf ihre Umgebung und vor allem auch für ihre Familie. Am Schluss heben die Kinder sogar noch einen Schatz, randvoll mit Sonnencreme und einem persönlichen Zertifikat. Auch wenn die nächste lange Serie an Sommertagen noch etwas auf sich warten lässt, die frisch eingecremten Sonnenexpertinnen und Sonnenexperten wissen jetzt, wie es geht. Gratuliere, du bist der richtige Sonnenexperte.